Hey zusammen, ich bin's, Alex. Und willkommen zu einem neuen Video bei Turnup. Wir sind heute im Rahmen der IFA bei Sonos und haben uns ihren neuen Speaker Move angeschaut. Also, bevor wir zu dem Speaker kommen, nur kurz was zum Event an sich. Es ist außerhalb des IFA-Messegeländes und das ist so ein Ding bei der IFA, was da öfters passiert. Aber es ist nicht schlimm, weil so hat man die Möglichkeit, auch ganz andere Demos kennenzulernen. Und hier bei Sonos war es der Fall, dass wir den Move im Detail uns auch anschauen und vor allem anhören konnten. Das heißt, hier sind nicht nur Möglichkeiten des Hörens aufgebaut, wie es auf dem Tisch oder draußen oder in einer Schublade klingt, sondern man kann hier auch mehr zu den Einzelteilen und Einzelheiten erfahren. Das bedeutet, Drop-Tests kann man hier selber durchführen, Water-Resistant-Tests und Dust-Resistance-Tests und sowas. Es gibt auch die Möglichkeit, sich Prototypen vom Griff anzugucken, beziehungsweise vom Lautsprecher und von dem Wave-Design der unteren Platte, wo halt der Hochtöner drauf strahlt und dann in den Raum abgibt, ist eigentlich super interessant und auch gar nicht so nerdig gemacht, dass man das als Laie auch nicht verstehen würde. Ist also sehr schön haptisch und das ist toll, das gefällt. So kriegt man auch ein besseres Verständnis für solche Produkte und kann dann auch direkt danach viel mehr und viel besser über sowas erzählen. Finde ich gut. Und ganz nebenbei auch ein neues Produkt, das Sonos Port wurde vorgestellt in so einem Listening Room. Auch eine geile Erfahrung, wenn man da in Ruhe mal hören möchte, was es auch in Alternativen neben so einem Mainstream-Consumer-Produkten zu erleben gibt. Ist cool. Zum Produkt an sich. Move ist jetzt der nächste Move in die neueste Generation. Ihr müsst euch das so vorstellen, das ist nämlich relativ einfach erklärt. Ein Sonos-Speaker, nur jetzt komplett ohne Kabel, mit Batterie und der Möglichkeit, mit Bluetooth sich zu verbinden. Und damit haben wir eigentlich schon fast alle Features genannt. Es ist nämlich so. Der Lautsprecher, ihr seht, ist komplett kabellos. Und damit meine ich auch komplett kabellos. Wenn ihr es im Raum stehen habt, sei es auf dem Tisch, unterm Tisch, in einer Schublade, in einem Schrank oder auf einem Schrank, ist das Ganze per Kabel über eine Art Ladestation verbunden. Es sieht ein bisschen aus wie so ein induktiver Ladering, ist aber halt eine Ladeschale, die verbunden wird. Und sobald es dann abklemmt, läuft das Gerät über Akku bis zu 10 Stunden. Und dieser Akku lässt sich auch tauschen. Direkt bei Sonos könnt ihr einen neuen kaufen. Und das ist natürlich für Nachhaltigkeit und Lifespan richtig geil. Was Software angeht und Features angeht, ist es wie ein Sonos-Speaker. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit zwischen unterschiedlichen Sprachassistenten. Ihr habt auch die gleiche Klangqualität, die ihr gewohnt seid von Sonos. Ihr habt die gleiche Möglichkeit, die Lautsprecher zu gruppieren, zu benennen, Musiken, Räumen zuzuordnen und das Ganze auch mit anderen Lautsprechern zu verbinden. Das heißt, der IKEA Sonos Lautsprecher, die Sonos Soundbar, dieser Sonos Standspeaker und was es da alles gibt. Mit einem Knopfdruck, sind alle gleich. So wie man es halt von Sonos kennt. Gleiches Ökosystem. Das ist toll. Was aber neben der bisher gewohnten Software von Sonos neu ist, ist Auto True Play. Das bedeutet, früher musstet ihr mit dem Gerät immer durch den Raum wandern, wo der Lautsprecher steht und das Ganze einmessen, damit der Sound stimmt. Jetzt funktioniert das Ganze mit den integrierten Mikrofonen automatisch. Also der hat einen eingebauten Bewegungs- bzw. Beschleunigungssensor und wenn ihr ihn hochnimmt und woanders wieder platziert, dann weiß das System, oh, ich bin jetzt wohl woanders, ich messe mal kurz, wie es hier aussieht. Und das geht, während die Musik läuft und ihr müsst nichts weiter tun und dann nach und nach, nach wenigen Augenblicken merkt ihr, dass sich das Klangbild ein bisschen ändert, je nachdem, wo sich der Lautsprecher denn gerade befindet. Ist cool. Und last but not least, wie vorhin kurz angerissen, Bluetooth. Also das heißt, neben WLAN ist jetzt Bluetooth. Wenn ihr mit dem Move aus dem Haus rausgeht, ist WLAN natürlich irgendwann weg. Aber dann könnt ihr hinten mit dem Knopf einfach auf Bluetooth umschalten. Ist auch so schön noch hier beschriftet. Und könnt dann ganz klassisch mit eurem Device, sei es Tablet oder Smartphone oder anderen Bluetooth-fähigen Geräten, eure Musik darüber abspielen und habt das gleiche Erlebnis, auch Klangerlebnis, wie zu Hause. Am 24. September kommt das Ding raus für $399 bisher. Und für alle weiteren Details, die sich vielleicht dazu noch ergeben sollten, werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten. So, und ich move damit jetzt mal wieder zurück ins Warme.